Der Polarstern, international besser bekannt unter der Bezeichnung Polaris, kann auf der nördlichen Halbkugel der Erde ganzjährig beobachtet werden. Willst du ihn finden, halte Ausschau nach dem großen Wagen im Sternbild Großer Bär. Die Sternenmyten haben ihren Ursprung in der Beobachtung der realen Sterne, seit es Menschen gibt. Der Mythos, der mit dem Stern Polaris verknüpft ist, nimmt darin eine Sonderstellung ein. Polaris ist der einzige Himmelskörper, der inmitten der kreisenden Sterne unbeweglich am Himmel steht und damit den nördlichen Himmelspol markiert. Polaris bildet das Zentrum des zirkumpolaren nördlichen Sternenhimmels. Die Sterne dieser Region sind innerhalb eines bestimmten Radius um den Himmelspol angeordnet und sinken niemals unter den Horizont. Grund genug für die Herrscher des altägyptischen Reichs, hier das unvergängliche, göttliche Jenseits zu verorten, wo die Reise des verstorbenen Pharao hingehen sollte. Ziemlich praktisch, wenn ein Stern wie festgenagelt genau über dem geografischen Norden steht. Über viele Jahrhunderte hinweg haben Seefahrer sich diesen Umstand zur besseren Orientierung zunutze gemacht. In der wissenschaftlichen Betrachtung entpuppt sich Polaris als ein Stern wie tausende andere auch. Er gehört zur Klasse der Überriesen und ist etwa 2000 Mal heller als die Sonne und dürfte denn mehr als 30-fachen Radius der Sonne haben. Dieser Riesenstern befindet sich in einem späten Stadium und wird voraussichtlich als Supernova enden. Bereits im Jahr 1780 entdeckte der Astronom Wilhelm Herschel neben Polaris einen hellen Begleiter, der etwa die Größe unserer Sonne hat. Seitdem gilt Polaris als Doppelstern mit dem Hauptstern Polaris A und dem Begleiter Polaris B. Aber auch das war nur vorläufig. Im Jahr 2006 konnte das Weltraumteleskop Hubble einen zweiten Begleiter auflösen. Dieser Stern kreist in einer visuell engen Bahn um den Hauptstern und war daher lange Zeit unerkannt geblieben. Seit der Entdeckung sprechen die Astronomen heute von einem Dreifachsystem. Weil die Drehung der Erdachse Schwankungen unterliegt, Präzession genannt, war Polaris nicht immer ein Polarstern und wird es nicht immer bleiben. Vor 14.000 Jahren hatte Vega die Rolle des nordpolaren Sterns inne. In rund 14.000 Jahren wird Vega ihren ehemaligen Platz als Polarstern wieder einnehmen. Zum Schluss noch ein Tipp. Im Sternenpark Rhön, wo die Lichtverschmutzung gering und die Sicht auf die Sterne unverstellt ist, wurden kürzlich spezielle Himmelsschauplätze installiert. Es gibt bequeme Liegen, die den Blick zu den Sternen zu einer entspannten Angelegenheit machen. Und es gibt an jedem Schauplatz Infotafeln, Auflagen für Ferngläser sowie einen Polarsternfinder. Thank you.